Ja, hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Test Project Zomboid. Ich habe mir das Spiel vor, ich weiß nicht, vor 2 Jahren oder so mal gekauft, habe es seitdem 12 Minuten gespielt. Ja, und jetzt wollte ich mal so einen Let's Test machen. Und ein Arbeitskollege hat mir noch irgendwie so einen Code gegeben für die Beta, dass man so die aktuellsten, neuen Sachen hat. Das ist jetzt die Version, ich weiß nicht, ob das, ich denke mal, das hier unten ist die Version, IWBUMS, IWBUMS, 35.8 Steam. Ja. Und ja, das Spiel geht so Richtung DayZ, nur dass es halt so Pixelgrafik ist. Ja, und es ist aber, glaube ich, noch umfangreicher, was so was das Essen angeht und Knochen brechen und Schürfwunden und so Kram. Ich glaube, das ist hier umfangreicher als DayZ. Ich habe aber, wie gesagt, auch DayZ schon seit einem halben Jahr oder so nicht mehr gespielt, vielleicht sogar noch länger. Da könnte ich eigentlich auch wieder reingucken. Aber wir sind jetzt hier bei Project Zomboid. Und ich habe vor, das letzte Test ungefähr 1 Stunde laufen zu lassen. Ich will mir gerade einen Timer hier einstellen. So. Und lade das dann als ein ganzes Video hoch oder ich teile das in der Mitte. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall wollen wir jetzt hier mal Einzelspieler. Ja, ich möchte gerne das Tutorial angucken. Das ist die Endzeit. Es gibt keine Hoffnung zu überleben. Das ist schön. So bist du gestorben. Ja. Ich höre Musik und draußen Hunde bellen wie verrückt. Uns überspringen, bitte hier klicken. Was überspringen? Kommt jetzt normalerweise ein Video oder sowas? Nun, na gut, dann klicken wir mal da. Willkommen bei Project Zomboid. Kurz gesagt, du wirst dir dabei zusehen, wie du elendig verreckst. Das ist schon mal eine schöne Begrüßung. Niemand trauert um dich und du wirst schnell in Vergessenheit geraten. Alles wird für umsonst gewesen sein. Lass uns also sicherstellen, dass du bereit für den Kampf bist. Ist übrigens ein süßer... Ist das ein Waschbär? Ich glaube, es ist ein Waschbär, ne? Ein süßes Tier. Mit Rucksack und so... Also Leertaste. Ach, guck mal. Ein Mädchen. Also sieht man also aus wie ein Mädchen. Das Wichtigste zuerst, du kannst zoomen. Hierzu betätigen dein Mausrad oder die Equals Minus. So Gleichheitszeichen. Oder Minus. Das Lustige ist, es ist nicht die gleiche Taste. Egal. Ich werde einfach das Mausrad benutzen. Lass uns gleich mal diesen einsamen Ort, wo du sterben wirst, in der Vogelperspektive betrachten. Zoom jetzt raus. Und nun zoom wieder zurück. Das war ja easy. Das war großartig. Okay, nun weiter. Ein Klick auf das Herzsymbol zeigt dir wichtige Informationen deines Charakters an. Hier kannst du deinen Gesundheitszustand einsehen. Kratzer, Bisse, gebrochene Extremitäten. Wird alles zu deinem Komfort angezeigt. Wenn du medizinische Fähigkeiten hast, werden diese auch hier angezeigt, sodass du in der Lage bist, dich selbst flicken zu können. Das L kann man auch weglassen. Drücke die Leertaste, um fortzufahren. Apropos, sehen wir uns mal die tolle Fähigkeitensteuerung an. Klicke auf den Auswahlreiter Fähigkeiten. Du stellst dich wirklich gut an. Ja, ist auch sehr schwer. Es wird so eine Schande sein, dich zu verlieren. Dieses Feld zeigt dir die Punkte für verschiedene Überlebensfähigkeiten an.
Sprinten, Schleichen, Tischlerei, Landwirtschaft. Puh. Okay, also sowas gab es bei DayZ auf jeden Fall mal nicht. Nächster Fähigkeiten. Punkt. Ist bei 62 EP. Während du versuchst, deinen Tod zu verzögern, werden Aktivitäten im Spiel deine Erfahrungspunkte erhöhen. Diese werden benötigt, um die Stufe deiner Fähigkeiten zu erweitern. Deine Lerngeschwindigkeit kann durch Bücher erhöht werden. Das ist natürlich auch sehr interessant. Also immer nach Büchern gucken. Letztlich wird dein Gehirn verwesen, aber in der Zwischenzeit warum nicht Tischlerei lernen? Ja. Ich bin wirklich gespannt, was als nächstes kommt. Schließ bitte nun das Charakterfenster, um herauszufinden, was. Du kannst sehen. Halte RMT. Ich glaube, die rechte Maustaste, ne? Gedrückt und bewege die Maus. Du schaust nun in die Richtung, zu der du deine Maus bewegst. Ich könnte mal vielleicht ein bisschen rauszoomen. Ja. Das stimmt. Du kannst nun in die zugewandte Richtung sehen. Schneller und unerwarteter Tod kommt gerne von hinten. Egal ob von Untoten oder Mitmenschen. Ich glaube, ich werde hier sehr schnell sterben. Das würde ich schon mal nur so voraussagen. Lass uns etwas Blut pumpen, bevor es erstarrt und verrottet. Beweg dich mit den Tasten WASD. Warum nicht in den Nebenraum gehen? Es ist auf jeden Fall sicher. Punkt, Punkt. Da fehlt ein Punkt. Okay. Schau, ich hab doch gesagt, es ist sicher. Halte rechte Maustaste gedrückt, um dich umzusehen, während du gehst. So kannst du schleichen und dich in der Gegend umsehen. Versuch es mal. Nun. Schleichen ist das mal nicht. Naja. Oh nein, das klingt wie ein Untoter. In Project Zomit wirst du oft genötigt sein, sehr schnell wegrennen zu müssen. Renne zurück zu der Markierung an der Küchenzeile. Halte dazu Shift und die Bewegungstasten WASD. Ja, das nennt sich Rennen. Ich hätte vielleicht doch mit Controller spielen sollen. Hunger kann dich durch Plünderung der Wohnungen der kürzlich Verstorbenen gestillt werden. Bewege die Maus über das Beuteinventar und erweitere es. Um es aufzuheben, führe einen Doppelklick darauf aus. Okay. Flasche ist immer gut. Siehst du die Gefühlsanzeige auf der rechten Seite des Bildschirms? Das ist das hier oben. Oh, ich hoffe mal, dass ich hier die Fraps, also die Frames nicht mitnehme. Ja, egal. Da knurrt wohl jemand der Magen. Essenszeit. Mit Rechtsklick auf ein Objekt öffnet sich die Interaktionsmöglichkeiten. Isst die Maus. Verrottet ungekocht. Gefährlich, wenn ungekocht. Darf ich die vorher noch kochen? Nee, ich muss rechte Maustaste. Ich muss das essen, das blinkt. Alles, komm. Das ist besser, abgesehen von der Übelkeit. Drücke Leertaste, um fortzufahren. Okay, etwas unwohl. Schalte einen Gang runter. Oh, hey! Füll deine Wasserflasche auf, bevor das Wasser abgestellt wird. Ein rechter Mausklick auf Gegenstände in der Spielwelt zeigen dir auch Interaktionsmöglichkeiten. Ich glaube, ich vergesse teilweise Wörter beim Vorlesen, aber ich weiß wenigstens, was gemeint ist. So füllst du deine Wasserflasche an der Spüle auf. Befülle leere Flasche. Du trinkst automatisch von jedem Wasser, das in deinem Hauptinventar mitgeführt wird. Nun wollen wir sehen, was in den anderen Schränken ist. Öffne hier wieder das Beutelinventar. Okay. Du kannst Behälter in der Nähe durchsuchen oder den Boden, indem du auf die Symbole klickst. Es könnte eine Waffe in der Nähe versteckt sein. Geh und plündere. Nix. Ah, eine Bratpfanne als Waffe. Rechtsklick auf die Bratpfanne, wähle primär ausrüsten, um es als Waffe zu benutzen.
Die Luft ist sehr stickig hier. Lass uns mal ein Fenster öffnen, damit frische Luft reinkommt. Geh zum Fenster. Ich möchte eigentlich sehr ungern zum Fenster gehen. Darf ich nicht erst noch? Boah, das ist aber eine große Bratpfanne. Durch drückende Taste E kannst du mit Objekten interagieren, die vor dir stehen. Vor allem Türen und Fenster. Drücke jetzt E für die reine Freude. Was? Drücke jetzt E für die reine Freude an der Sache. Oh, ein Zombie. Schleiche aus dem Fenster und schlag sie zurück in den Tod. Halte Taste E gedrückt, um durch das Fenster zu klettern. Ich möchte da aber nicht raus. Wie schlage ich denn? Huch, fast! Du hast es fast! Zum Öffnen und Schließen drückst du kurz E. Zum Durchklettern halte E gedrückt. Okay. Sie hat uns nicht gesehen. Huzza! Schleiche und schaue dich um. Halte rechte Maustaste gedrückt, um deine Waffe für den Angriff bereit zu haben. Halte RMT. Je länger du den Schlag vorbereitest, desto präziser und leistungsfähiger wird dieser sein. Verwende die rechte Maustaste und WASD, um dich in Position zu schleichen. Ohne wird dich der Zombie hören und angreifen. Du stehst gut so. Halte rechte Maustaste, schlag zu mit linker Maustaste. Denke immer dran, ein schnell ausgeführter Schlag hat weniger Leistung. Boitsch! Nimm das, Mutti. Oh. Jetzt liegt er am Boden, zögere nicht und hämmere mit. Kann ich auch, wenn's. Hier Stücke. Hä? Ich habe keine Ahnung, wie ich auf sie einprügeln konnte, als sie auf dem Boden lag. Meine linke Maustaste will das nicht machen. Ich darf da nicht draufhämmern, oder muss ich? Ah! Glückwunsch! Werfe einen Blick in das Zombie-Überlebenshandbuch F1 für weitere Tipps zum Überleben. Vom Kochen bis zum Handwerk, Bau, Landwirtschaft und Plünderungen. Zombie-Überlebenshandbuch, pass auf dich auf. Du wirst nicht lange überleben, wenn du nicht ein paar Mal tief Luft holst und die Grundlagen lernst. Jo. Es gibt da noch eine Sache, die du wissen solltest. Wenn dich ein Zombie gebissen hat, drücke die Q-Taste, um das Gegenmittel gegen die Infektion zu schlucken. Und drücke jetzt Q, um es auszuprobieren. Ich will es aber nicht nehmen. Nur ein Scherz. Alle Hoffnung ist verloren. Es gibt kein Anti. Ja, gewiss. Ich war gerade so verwirrt. Es ist ja nur das Tutorial, oder? Oh mein Gott. Was ist hier? Was? Sehr panisch. Präzision stark verringert. Fuck, es ist so dunkel hier, ne? Ach komm, ich lass mich mal töten. Yay! Den hinten graben. Oh, ich bin tot. Zombifiziert, ein plötzliches Verlangen, Menschen zu verzehren. Du hast 11 Minuten und 55 Sekunden überlebt. Und ein Zombie getötet. Okay.
Dann gehen wir mal zurück zum Hauptmenü und hoffen mal. Einzelspieler. Ha! Was machen wir denn hier? Machen wir hier einfach mal die Erstinfektion. Anfangsdatum 8. Juli 1993. Trainingsszenario für neue Überlebende. Das hört sich doch gut an. Nicht Kanon. Kleine Zombie-Horden. Vor kurzem infizierte Zombies mit eingeschränkten Sinnen und begrenzter Wanderung. Ich gehe auch mal auf Normal. Ja. Wir können uns jetzt eine Stadt aussuchen. Muldraw oder West Point. Was ist denn hier? Das ist eine kleine... Ich habe eine Fliege auf der Hand. Das ist eine kleine Stadt, die inmitten einer Gegend namens Knox County, dem jetzt toten Zentrum von Kentucky, liegt. Seinen Ursprung hat es als Militärstadt, aber inzwischen heißt es... alle Gesellschaftsschichten willkommen, darunter einige Pendler. Boah, es ist so klein geschrieben. Der näheren Großstädte, Militärfamilien und auch die, die unter der Armutsgrenze leben. Es ist ein kleines Fleckchen Erde, voll von guten Menschen, ganz zu schweigen von Spiffos besten Hähnchen und Brötchen, diesseitig von Kentucky. Gewiss, viel passiert hier nicht, aber das heißt noch lange nicht, dass das Leben hier im Muldraw langweilig ist. Das hört sich doch schon mal schön an. Was haben wir hier? West Point. Egal, ob du durch den Stadtplatz schlenderst, einen unserer Kuchen genießt oder dich einfach nur mit den freundlichen Einwohnern unterhältst. West Point ist eine echte amerikanische Kleinstadt. Lass dich nicht von verschlafenen Straßen fliegen, günstigen Wohnungspreisen und hektarweise Farmland täuschen. Hier ist das Knox County Verwaltungszentrum beheimatet. Wenn unser Bürgermeister nicht gerade mit dem Absegnen von öffentlichen Verordnungen in der Stadthalle beschäftigt ist, wirst du ihn wohl in der renommierten Twiggy's Bar antreffen. Ganz egal, wie lange du bleibst, ein West Point Willkommen ist garantiert. Ich nehme hier das vielleicht die Klamperwaffen rum. Okay. Vorname Julle, Nachname Dings, Geschlecht weiblich. Okay, Hautfarbe, immer das helle, Oberkörper, eine Bluse, Beine, eine Hose, Füße. Schuhe wären schon ganz angenehm. Haartyp. Kurz 2. Nimm mal kurz 1. Und nimm mal schwarze Haare. Ah, okay, das können wir ja auch auswählen. Dann nehmen wir ein... Das da? Ja. Und die Hose auch schwarz. So. Sieht aus wie von der Bullerei. Gut, dann gehen wir weiter. Ach, du Heilige. Okay, was ist mein Beruf? Feuerwehrmann, Polizeibeamter, Wildhüter, Bauarbeiter, Wachmann, Zimmermann, Einbrecher. Als Beruf, auch nicht schlecht. Küchenchef, Handwerker, Bauer, Fischer, Arzt, Veteran, Krankenpfleger, Holzfäller, Fitnesstrainer, Hamburgerwender, Elektriker, Ingenieur, Metallworker. Ich glaube, das tut sich auf unsere Eigenschaften irgendwie auswirken. Ich weiß nur nicht, was ich hier nehmen soll. Ich glaube, Feuerwehrmann und Polizeibeamter wäre ziemlich OP. Ich glaube, ich nehme hier den Wildhüter. Ach genau, Jagen plus 2 Nahrungssuche und +1 Tischlerei. Ah, das sieht man auch direkt.
direkt, was das hier macht. Aber ich bleib mal bei Wildhüter. Wo sehe ich denn, wie viel ich habe? Fitness, Jagen. Okay, Stärke ist auch recht hoch, so wie das hier aussieht. Bewegt Inventargegenstände schneller. Katzenaugen. Bessere Sicht bei Nacht. Was ist das hier? Warum sind die hier? Ach so, das sind schlechte Eigenschaften. Die wollen wir natürlich nicht haben, ne? Aber die geben einem dann wieder so Punkte dazu. Das ist natürlich auch interessant. Boah. Darm aus Stahl. schlechtes Wetter hat keinen Einfluss, zusätzliche Orientierungsfähigkeit. Das ist natürlich cool. Ah, da unten. Minus 6. Minus 4. Muss ich dann in den Plus kommen, ne? Du musst positive Eigenschaften mit negativen Eigenschaften ausgleichen, okay. So, was haben wir denn hier? Feige. Besonders anfällig für Panikattacken. Kann Symptome einer Infektion entwickeln, ohne wirklich infiziert zu sein. Das ist natürlich doof. Wird im Freien panisch. Macht natürlich auch sehr viel Sinn, so als Jäger. Eher von Zombies entdeckt. Muss öfters essen. Wird in Gebäuden panisch. Weniger effektiv mit Waffen. Was sind ja voll die schlechten Sachen hier. Plus 10, taub. Kann nichts hören. Boah. Also ich muss hier irgendwas... Ich glaube, ich nehme mal hier den Pechvogel. Dann bin ich jetzt auf 0. Ich möchte schon gerne noch was von da oben haben. Was war das hier? Schlechtes Wetter, das wäre natürlich schon sehr cool. Da muss ich mal irgendwas von den Zweiern hier oben nehmen. Nehmen wir hier das langsame Lesen. Und den Naturburschen. So. Ich hoffe mal, das war okay, was ich hier getan habe. Ja, dann können wir ja jetzt das speichern. Name. Test. Spielen. Oh Gott, was gibt das jetzt? Oh! Das hatten wir eben schon mal. Jetzt fehlt bestimmt wieder irgendwie ein Video oder sowas. So bist du gestorben. Oder das wird vom letzten Mal. Kommt da jetzt so ein Replay? Dann müsste das ja eigentlich kommen. Eben aus dem Tutorial. Aus dem Tutorial. Oder auch nicht. Ja. Okay. Jule Dings. Wildhüter. Gut, dann... Würde ich mal sagen. Fertig Popcorn, das hört sich doch gut an. Nehmen. Ah, Doppelklick war. Bratpfanne. Buttermesser.
Die Bratpfanne macht mehr Schaden. Primär ausrüsten. Chips sofort mitnehmen. Hundefutter. Wie viel können wir überhaupt nehmen? 12. Also es ist auch vom Gewicht abhängig. 0,7 nehmen wir mit. Gabel, Honig, Kopftoch. Oh. Was ist das? Recht schwer beladen. Was ist, wenn ich die Bratpfanne jetzt sekundär ausrüste? Ah, okay. Oh. Ah, das ist hier auch nochmal. Da kann ich da noch ein bisschen was von mitnehmen. Das ist natürlich Plastiktüte. Nudelholz. Gabel, Erdnussbutter. Dosenöffner, ganz wichtig. Warum bin ich jetzt schon wieder zu schwer beladen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. 12,18. Schulranzen, ach so. Nur 0,7. Warum wiegt die... Wie viel sind wir drüber? Ja, schmeiß mir die Plastiktüte weg. So. Jetzt müsste es aber gehen, ne? Ja. Was ist das? Ist das ein Buch? Einschalten. Nee. Wo ist denn mein Inventar hin? Da. Ich will gucken, ob die Flaschen sind, die voll. Ausgießen, okay, die sind voll. Hier, guck mal, da sind Bücher. Buch. Hälfte nehmen, alles klar. Lese. Was steht da dran? Lese. Sieht man da, wie lange das... Okay, das wird angezeigt, wie lange man... Fischen für Experten. Das hört sich doch... Das sieht man aber... Ist mir zu kompliziert, okay. Ja, dann hör auf damit. Ich raff das nicht. Zeitung. Lesen. Okay, ich kann das irgendwie nicht ab... Nee. Zumachen. Ich habe einen neuen Gegenstand im Inventar. Wahrscheinlich wieder eine Karte, die ich verkaufen kann. Ja, wie kann ich das denn jetzt hier abbrechen? Das, was sie gerade tut. Nein, Tür zu. Das ist hier so. Eine Bluse. Golfschläger, Feuerzeug. Jetzt habe ich es weggeschmissen, ne? Wie viel wiegt denn das Feuerzeug? 0,1. Ja, nur weil das jetzt genau so viel ist, ey. Radio.
Kann ich zwei Schulranzen nehmen? Das mit dem Inventar. Was ist das? Oh. Ja, ich bleib bei dem Kram hier. Nein! Ach, Mann, jetzt hat sie wieder alles eingepackt hier. Zeitung. Obwohl, die kannst du mal gerade lesen hier. Verstehe ich nicht. Das fallen lassen. Kann ich so rumlaufen? Ja. Was ist jetzt hier? Unangenehm heiß, ruhe dich irgendwo aus, wo du weniger in Hitze ausgesetzt bist. Lust erhöht. Aber wahrscheinlich, weil zu schwer. Was habe ich, was? So. So ist doch perfekt. Eine Dusche. Bauen. Nee, ich will nichts bauen. Wo komme ich hier raus? Da ist die Tür. Ach, E war das, ne? Nee, nicht das Fenster. Tür, Dankeschön. Können wir das hier rumschieben? Nee. Gut, dann. War das gut? Kann ich dich looten? Hose, Ohrringe, Schuhe, Weste. War ja sehr viel, was du dabei hattest. Ich bräuchte ja eigentlich nur so einen größeren Rucksack oder sowas. Oder irgendwas. Ich müsste, glaube ich, irgendwie. Jetzt habe ich es komplett weggemacht. Nice. Wie kriege ich denn jetzt wieder das hier oben hin? Looten! Geh zu? Nee. Ah, okay. Lippenstiftring, Schuhe. Nö. Ah, das kann man hier kleiner machen. Das Müll.
Gehen wir mal hier in das Haus rein. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant, das Spiel. Aber vielleicht sollte ich mal was trinken. Ich hab da was gehört. Wie kann ich denn... Ich darf das nicht trinken. Okay. Nee, das ist mir nicht ganz koscher da drin. Da will ich lieber noch irgendwas anderes hier gucken, bevor ich hier so... Zack! Was hast du so? Oder was? Stift? Schuhe, Pullover, Brieftasche. Ja, ich glaube, mit gelbes Geld ist hier eh nicht mehr so viel zu machen. Mein Haus? Nee. Ich höre hier irgendwas. Okay. Was ist das du? Nix Besonderes. Okay, da ist jemand drinne. So, was hast du? Ich glaube, das war nicht so gut. Oh, Patronen hat er. 0,1. Kann ich sogar noch mitnehmen. Patronen sind ja immer gut. Ach Gott. Hat er hier irgendwie was? Nee, hat er nicht. Schade. Aufgeladen und springen. Ja. Sag, was war das für ein... Zombies, wenn ich in Türen und Fenster im Zweifel barrikadieren. Die mögen tot sein, aber sie können dich immer noch durchs Fenster sehen. Keine Vorhänge, improvisiere. Okay. Ich bräuchte Wasser. Komm, gehen wir mal hier oben hin. Okay. Basie!
Okay, der ist hinüber. Nichts Besonderes. Hier ist immer noch Kram. Was sind hier so Geräusche? Was ist hier? Ah! Muttern! Oh! Ich mag das Geräusch. Ich krieg dich noch kaputt? Auch wenn das hier noch 1000 Jahre dauert. Du hast nichts dabei, aber Madame war hier in so einem Vorratsräumchen drin, ne? Boah. Oh Gott. Betriebsanleitung für Generatoren. Lesen. Sowas kann man doch immer mal machen. Ein Walkie-Talkie. Welding Rods. Nee, das ist irgendwas zum Schweißen. Okay, dann fordere ich mal. Aber wie mache ich das denn? Ich habe doch hier irgendwo einen Dosenöffner gehabt. Oder? Habe ich den weggeschmissen? Ist natürlich möglich. Öffne Dose mit Mais. Ach, da ist der Dosenöffner, okay. Wo ist jetzt der Mais hin? Frisch, da oben. Essen. Alles. Okay. Wasserflasche. Umfüllen in Wasserflasche. Habe ich es hier... Ach, da! Das sehe ich ja jetzt erst. Kann ich gesehen. Voll getarnt, ey. Okay. Was hast du dabei? Augen-Make-up. Hat man sowas dabei? Ja, da ist Wasser. Okay, dann kippe ich erstmal das aus, weil anscheinend will sie es nicht trinken. So, leere Flasche. Die. Ausziehen, ablegen. Ausgießen. So. Befülle. Leere Flasche. Wahrscheinlich, weil es gammeliges Wasser war, aber es ist nicht trinken. Leere Flasche. Und trinken. Kann auch zu viel trinken, wie bei Daisy. Durstig, verschwitzt, eine erbarmungslose Sonne ausgesetzt. Los, trink! Haben wir irgendwie ein Käppi oder sowas, was ich aufziehen kann? Schwul. Also jetzt ist es nicht irgendwie so... Da rennen ist vielleicht auch nicht so gut. Tja, wo gehen wir denn jetzt hin? Hallo! Mach dich platt. Okay, jetzt ist er tot. Das hört man zum Glück immer schön. Pulloverschuhe. Hm.
So, was ist das hier? Gibt's hier... Das sieht aus wie so eine Ranch irgendwie. Doch noch nicht tot. Okay, jetzt tot. Die haben alle nur so Kram dabei. Aber das sieht hier schon mal ganz idyllisch aus. Ich finde das mit dem Sichtfeld irgendwie ein bisschen schwierig hier. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Ah, noch. Nein, es krault auf dem Boden. Los, schlag zu. Okay, das eine ist schon mal tot. So, was bist du? Panisch. Präzision verringert, okay. Eieieiei. Zeitschrift. Lesen. Temperatur 5. Was ist denn da jetzt gut? Temperatur wenig oder Temperatur hoch? Bluse, Temperatur 6. Die Weste, Temperatur 5. Temperatur 8. So, wo ist hier unten? Anziehen. So. Müssen wir mal gucken, ob wir noch eine niedrige Hose finden. Sagen Rock. Temperatur 5. Meins. 8. Dann nehmen wir noch einen Rock. Ne? Hose weg damit. Und anziehen. Und den anderen Rock fallen lassen. So. Sexy. Sieht ja schon fast aus wie ein Zombie, ey. Da bin ich schon tot. Was mache ich denn hier falsch? Irgendwie bin ich hier die ganze Zeit überhitzt. Nun. Ah, da ist noch jemand. Ah, da oben ist noch jemand. Wie viele Erfahrungspunkte kriegt man eigentlich hierfür? Noch ein Zombie irgendwo. Auch nur Spürg ist dabei, ne? 88, wir haben schon ein verfügbar. Wäre auch schön, wenn man da mal drauf hingewiesen kommt. Ich glaube, Sprinten, Handwerk. Ich glaube, wenn wir hier irgendwie. Fitness. Wie vergebe ich den denn?
Also wahrscheinlich noch, weil das da im Hintergrund irgendwie ist. Nee. Oder muss man sich die so dazu ver... Aber wo? Ich bin auch ein bisschen verwirrt jetzt gerade. Also wir haben einen verfügbaren Fertigkeitspunkt. Aber irgendwie sind das hier... Die laden sich von selbst irgendwie auf, je öfter wir was machen. Deswegen... Oder können wir das... Nee. Na, da bin ich jetzt überfragt. Egal. Komm, wir daddeln hier mal weiter. So, gehen wir mal hier die Straße entlang. Oh, guck mal. Oh, ein Einkaufsladen. Ja, das habe ich schon gesehen, dass da ein Zombie ist. Hier vorne den Kram können wir bestimmt auch noch Kleingeld looten, oder? Nee, schade. Briefkasten. Zeitung. Lesen! Kann man ja mal vielleicht gebrauchen oder so. Wenn mal jemand fragt, wie morgens Wetter werden soll oder so. So. Okay. Gucken wir erstmal hier in die Tür. Ich höre Geräusche. Brause. Minzbonbon. Müllsack. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich das alles tragen soll, aber ich kann halt nur 12. Und irgendwas hat hier Musik an. Wie komme ich? Da komme ich raus. Ich höre Musik. Oh! Auch nur Spök ist dabei. Ah, die ist schon hinüber. Was ist da drin, ne? Oh fuck. I need a new weapon. Hammer. Oder war knapp, war das. Ich finde das immer lustig, wie schnell irgendwie so Waffen kaputt gehen. So Brecheisen und sowas. Du? Cologne. Ich glaube, das ist Parfum. Also das ist auch noch Spökes. Oh, was ist da oben? Ist irgendwas mit meiner Lunge los? Gemäßigte Anstrengung, gönn dir eine Pause. Gönn dir. Sag mal. Gesundheit ist aber okay. Und es wird dunkel, so wie es aussieht, oder? Alter, was hier passiert, Junge? Okay. Der Hammer ist nicht so gut. Nein! Okay. Pullover, Schuhe, Hose. Auch nichts Besonderes dabei.
Aber mir ist jetzt nicht mehr warm. Also Schusswaffen ist auch nicht so geil. Ja, ich glaube, da werden auch welche von angezogen. Lass mich doch mal in Ruhe. Ist mal langsam gut hier. Also ich glaube, wenn man das Spiel mit mehreren Leuten spielt, macht das auf jeden Fall mehr Bock. Da unten ist so ein Zombie. Komm, gehen wir, laufen wir mal hier lang. Ich habe jetzt auch irgendwie noch nichts Geiles gefunden oder so. Liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt nicht so viel am Suchen bin. Was sind das hier für kleine Häuschen? Oh, zwei Zombies. Ja. Dankeschön, dass du auch mal schlägst. Okay, die anderen noch. Ist we're told? It will be tomorrow? What? Ist das eine Falle? Du sollst bitte in die Richtung gucken. Cells. So, jetzt möchte ich... Oh. Wurde ich gebissen? Nee, irgendwas ist. Geringfügige Schmerzen, fühlst du leichte Schmerzen, okay. Aber ich möchte jetzt gerne wissen. Oh. TV ist an. Okay. Ja. Wir können auf jeden Fall an dem Fernseher irgendwas machen und da ist anscheinend irgendwo was in der Nähe, wo man Strom herkriegt. Aber da habe ich jetzt gerade nicht so Interesse dran. Jetzt ist er tot. Oh, da ist Müll. Nee, so doch nicht. Hat er sich nur tot gestellt? Ich dachte, das wäre eine Tür. Ja, da unten, okay. Nägelkerze, Sack mit Zement. Oh, hier ist ja voll. Oh, Zeitung, erstmal lesen. Lesen! Taschentuch. Um Niesen und Husten zu unterdrücken. Alles klar. Weiß noch nicht so ganz, wie man sich hier ausruhen kann.
ein wenig hungrig. Dann esse ich mal gerade was. Hast du bereits gelesen? Dann schmeiß das doch weg. Junge, Junge, Junge. Hose kann auch weg. Empty Tin Can. Kann auch weg. Kann man vielleicht für irgendwas gebrauchen, für zum Bauen oder so, aber Hundefutter. Eines. Da. Essen einhalb. Etwas unglücklich. Finde wirklich aufzuheitern, okay. Oh, das ist mir da zu düster drin. Ich brauche etwas zu lesen. Okay. Das war mein Wecker. Oh Gott, ist das dunkel hier. Ich sehe das gar nicht, wo ich hinschlage. Also eine Uhr hat man hier auch nicht, ne? Geringfügig verletzt. Erste Hilfe benötigt. Naja, ihr könnt ja mal sagen, was ihr von dem Spiel hier so haltet. Ich habe das jetzt nicht wunderschön präsentiert hier. Bin halt nur ein bisschen durch die Gegend gelaufen. So, man kann hier noch viel mehr machen, wie man auch gesehen hat. So craften und so Kram. Schießpulver sammeln. Also hier kann man, oh. Sehr viel machen. Aber dafür ist in der Stunde jetzt nicht so genügend Zeit irgendwie. Weil ich das Spiel auch selbst noch nie wirklich gespielt habe. Aber wenn ihr hiervon mal mehr sehen wollt, dann könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben. Weg mit dir. Oder wenn ich mal mit irgendjemandem anderen was hier zusammen machen soll mit. Könnt ihr mir auch gerne schreiben. Also hier passiert auf jeden Fall mal mehr als bei DayZ, sag ich mal. Und man findet auch mehr Kram und so. Also in dieser Hinsicht finde ich das. Was machst du denn da? Okay. Ja, wie gesagt, dann könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Das war jetzt, wie gesagt, nicht so. Also ich habe halt noch nicht so viel Ahnung davon. Wenn ich jetzt jemanden hätte, der das Spiel schon 1000 Stunden gespielt hat, oder vielleicht mal 3 Stunden gespielt hat, dann wäre es, glaube ich, besser. Aber jetzt mal so der erste Eindruck vom Spiel. Also an sich gefällt mir das so ganz gut. Nur ich glaube, im Einzelspieler kann das auf Dauer langweilig werden. Aber ich denke mal, so zu zweit oder so mit mehreren Leuten wäre das schon ganz cool, weil den Online-Modus gibt es ja hier auch. Deswegen, ja. Also, sagt mir, was ihr hiervon haltet. Von mir, ich sag mal, so eine Bewertung wird es jetzt momentan eine 7 von 10 kriegen. Oder eine 6,9, so in dem Bereich. Also momentan. Also wenn ich jetzt jemanden hätte, der das mit mir spielt, dann wird es wahrscheinlich noch nach oben gehen. Aber momentan so eine 6,9 oder eine 7 von 10. Ja gut, dann hoffe ich, dass euch das bis hierhin so gefallen hat. Ich werde dann noch ein nächstes Let's Test machen. Aber ich weiß noch nicht, wann das kommt. Vielleicht nehme ich das heute noch auf. Ich muss mal gucken. Na gut, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!